Ich habe dann wieder angefangen, bei der Edeka zu arbeiten, und zwar in der Drogerieabteilung. Die habe ich geleitet und zwischendurch hatte ich auch noch geheiratet tatsächlich und ein Kind bekommen. Mein Mann hat 4 Kinder mit in die Ehe gebracht. Ich bin ganz erstaunt, dass mir das jetzt erst einfällt. Das war, glaube ich, nicht so wichtig. Diese Ehe hat auch nicht ewig gehalten. Ich habe meinen Sohn und eins meiner Stiefkinder dann alleine großgezogen und bin zu der Zeit dann das erste Mal in Führung gegangen als Filialleitung bei der Firma IDEA. Die gibt es heute nicht mehr. Bei der IDEA habe ich 6 Jahre gearbeitet. Davon war ich fast die ganze Zeit auch im Betriebsrat mit. Das war ganz lustig. Ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, sowas zu machen. Und dann haben mich die Gebietsverkaufsleiterin und meine Bezirksleiterin haben mich angerufen und haben gesagt, ach, wir wollen jetzt hier einen Betriebsrat gründen und ich sollte doch mal darüber nachdenken, ob das nichts für mich wäre. Und ich habe gedacht, was wollen die? Wollen die mich steuern? Steuern lasse ich mich schon mal gar nicht. Wenn die meinen, ich eigne mich, bewerben kann ich mich ja. Das war nicht so wie heute, wo wir uns alle kannten. IDEA war deutschlandweit und wir waren nicht so engmaschig miteinander verbunden. Ich bin gewählt worden tatsächlich in den Betriebsrat und habe dann als Filialleitung Betriebsratsarbeit mitgemacht. Ich glaube, es ist normal. Da gibt es immer so eine Handvoll, die finden das gut und die machen den Job. Und der Rest macht, weil er halt ungründbar ist und irgendwelche anderen Vorteile hat. Ich gehörte zu der Handvoll. Ich habe das schon sehr ernst genommen und konnte mich aber irgendwann nicht mehr mit dieser Firma identifizieren. Unabhängig davon, dass ich einen unkündbaren Job hatte, war ich nicht mehr in der Lage, mich mit dieser Firma zu identifizieren. Und dann ging es so weiter wie vorher auch immer. Immer wenn ich das nicht mehr konnte, habe ich für mich die Konsequenz draus gezogen und habe mir was Neues gesucht. Und kam dann zu Butni. Das hatte ich hier schon mal gesehen in Hamburg. Ich habe damals eine Filiale in Hamburg-Farmsen gehabt von IDEA. Da habe ich schon mal einen Butni gesehen, kannte ich vorher gar nicht. Und habe gedacht, oh Gott, wie furchtbar. Das ist ja ein Durcheinander in diesem Laden. Da liegen die Schlüpper und daneben die Schokolade und die krabbeln mit der Leiter oben auf die Regale rauf. Das ist ja ganz schrecklich. Hier Was möchte ich nicht arbeiten. sind Schlüpper? Unterhosen. Also doch. Ja. Okay. Und wir hatten einen wunderschönen Laden. Wir hatten nicht viel Umsatz, aber wir hatten einen wunderschönen Laden. Und ich habe immer gedacht, was ist das nur, dass diese Kunden zu diesem unordentlichen Laden hinzieht. Ich konnte es nicht so gut verstehen, aber 2 ehemalige Arbeitskollegen von mir von IDEA, die hatten bei Butni angefangen zu arbeiten und dann habe ich mich halt auch hier beworben. War ein schwieriger Start. Ich kriegte eine Zusage und bekam aber nur einen befristeten Vertrag. Daraufhin habe ich geschrieben, es tut mir leid, ich bin zurzeit unkündbar. Ich bin alleinerziehend mit Kind und aufgrund meiner privaten Situation wäre ich nicht in der Lage, einen Zeitvertrag zu unterschreiben. Probezeit, alles gut. Da liegt es an mir. Da muss ich beweisen, dass ich einen guten Job mache. Aber mit der Befristung, das konnte ich nicht. Dann kriegte ich einen Brief, okay, es wäre in Ordnung, ich würde einen unbefristeten Vertrag bekommen. Da war leider meine Kündigungsfrist abgelaufen und ich musste schon wieder absagen. Und habe gesagt, ich könnte jetzt frühestens im Oktober anfangen. Und dann kriegte ich nochmal ein Schreiben und dann habe ich am 1. Oktober angefangen, 1996. Ein Wahnsinn, ich bin schon so, nee, 94 war das sogar, 1994. Ich bin schon 28 Jahre jetzt hier.
die Tatsache, dass ich 28 Jahre hier bin, bedeutet, ich kann mich immer noch mit diesem Unternehmen identifizieren, sonst wäre ich ja schon lange nicht mehr da. Aber es war ein schwieriger Start sozusagen, mit, ja. Also mit Verzögerungen. Mit Verzögerungen, aber es hat sich für mich durchaus gelohnt.